Wie wichtig ist dir die Gesundheit deines Darms? Hoffentlich sehr wichtig. Denn dein Darm ist eines der wertvollsten Organe deines Körpers und mitverantwortlich für dein gesamtes Wohlbefinden. Wie du einen ungesunden Darm erkennen kannst? Das erfährst du heute hier bei Schrittanleitungen. Hier sind drei eindeutige Anzeichen, dass deine Darmflora beschädigt ist und wieder aufgebaut werden muss. Nummer 1. Entzündungen auf der Haut. Während für Erkrankungen der Haut und Hautunreinheiten oftmals diverse Kosmetika und Medikamente empfohlen werden, kannst du diese Probleme einfach mit einem gesünderen Darm loswerden. Deine Haut und dein Darm sind zwei Organe, die miteinander kommunizieren und sich gegenseitig beeinflussen. Solltest du also Entzündungen und Akne auf deiner Haut haben, dann könnte dein Darm dafür verantwortlich sein und es ist an der Zeit, dass du etwas dagegen unternimmst. Nummer 2. Heißhunger auf Zucker. Hast du in letzter Zeit mehr Bock auf Zucker als sonst und kannst dich fast nicht mehr zurückhalten, wenn du eine Torte, Bonbons oder Schokolade siehst? Laut einigen wissenschaftlichen Studien sondern Mikroben im Darm Proteine ab, die ähnlich funktionieren wie hungerregulierende Hormone, die deinen Appetit und auch deine Stimmung beeinflussen können. Was das im Endeffekt bedeutet? Die Bakterien in deinem Darm stoßen Proteine ab, die dafür sorgen, dass du Heißhunger auf Substanzen bekommst, von denen sich diese Bakterien ernähren. Macht Sinn? Wenn du also viel Zucker isst, dann freuen sich vor allem die Bakterien in deinem Darm, die sich davon ernähren und bilden anschließend noch mehr Proteine, die deinen Heißhunger auf Zucker erhöhen. Ein Teufelskreis. Wenn du also ständig Zucker essen willst, dann ist das ein klares Anzeichen dafür, dass du deine Darmflora deutlich verbessern solltest. Denn nur so kannst du dafür sorgen, dass du dein Risiko auf zahlreiche schwerwiegende Krankheiten in Verbindung mit Zucker reduzieren kannst. Und das sind sehr viele. Nummer 3. Blähungen. Ein Blähbauch und daraus entstehende Blähungen sind sehr weit verbreitete Beschwerden, vor allem dann, wenn du sehr viele Ballaststoffe zu dir nimmst. Denn die Bakterien in deinem Darm entwickeln daraufhin Gase, die anschließend zu Flatulenz werden. Das ist ab und zu vorkommend ein vollkommen normaler Prozess und kein Grund zur Sorge. Solltest du allerdings öfter Probleme damit haben und sogar unter Schmerzen leiden, dann könnten grundlegende Probleme deiner Darmflora dafür verantwortlich sein. Wenn das auf dich zutrifft, empfehlen wir dir, sofort tätig zu werden und deine Darmflora wieder aufzubauen. Das machst du am besten über eine gesunde und natürliche Ernährung. Hast du Probleme mit deinem Darm? Wenn ja, welche sind das? Hattest du schon mal eines oder mehrere der hier erwähnten Symptome? Lass es uns in den Kommentaren wissen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke für regelmäßige Benachrichtigungen bei allen unseren neuen Videos. Check auch unseren brandneuen Kanal MindRich ab, auf dem wir wöchentlich eine Menge an informativen Videos zu interessanten Themen hochladen. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, dass auch du ab sofort die Gesundheit deines Darms verbessern kannst. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und noch einen herausragenden Tag.